Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell am heutigen Montag. Das Wochenende ist vorbei und das Wetter bessert sich langsam. Nichts wurde mit dem Finale übrigens für die ECE Puls Kapfenberg. Gestern gab es im fünften Halbfinale eine Niederlage gegen die Wiener und damit ist die Saison für die Kapfenberger Basketballer zu Ende. Ein hörenswertes Konzert gab es vergangene Woche im Kulturhaus in Bruck an der Mur zu hören. Einen ausverkauften Kulturhaus Stadtsaal Bruck brachte das dritte ABO-Konzert. Auf dem Programm stand Mozart und Josef Haydns Messe, D-Moll mit dem Josef Haydn Orchester und Singkreis Bruck. Unter der Leitung von Miriam Ahrer, eine gebürtige Bruckerin, die sich international bereits einen Namen als Orchesterleiterin gemacht hat. Etwas nervös heute vor heimischem Publikum? Ja, eine gewisse Konzertspannung gehört dazu und eine positive Art von Nervosität, damit man auch dann die nötige Energie hat, um den Funken aufs Publikum überspringen zu lassen. Und wir haben heute ein besonderes Programm, weil wir im zweiten Teil eine ganz große Messe von Haydn aufführen, die Nelson-Messe mit 4 Solisten. Und ich freue mich besonders, dass da auch 2 ehemalige Brucker Künstler heute mit dabei sind, die Eva-Maria Riedl als Altistin und der Matthias Hausmann als Bass, die beide schon international Karriere machen. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und es ist natürlich toll, auch meine ehemaligen Chorkollegen und Kolleginnen wieder zu sehen, weil ich habe ja, bevor ich beruflich zu singen begonnen habe, auch im Brucker Singkreis mitgesungen. War im Alt und ich weiß noch ganz genau, wo ich damals gestanden bin und es ist lustig. Ja? Ich stehe jetzt einfach ein bisschen weiter vorne, aber noch ziemlich an derselben Stelle. Auch bei Matthias Hausmann hat die Karriere in Bruck begonnen. Ich war jetzt einige Jahre nicht hier und jetzt ist es seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren das erste Mal wieder. Und das ist immer was ganz Besonderes, weil ich habe hier im Chor begonnen, der halt hinter mir steht. Und das ist schon immer ganz was Besonderes. Viele größere Opernhäuser waren jetzt in den letzten Jahren dran. Also Mailänder Scala, Teatro Colón in Buenos Aires, Oper Wien, Leipzig kommt nächste Saison. Also viel international unterwegs, hauptsächlich Oper. Auch Ehrungen verdienter Musiker des Haydn-Orchesters und Singkreis Bruck sowie Hannes Merl Senior waren Bestandteil dieses Konzerts. Ich habe heute die Aufgabe, wieder einen Teil des Orchesters, Damen und Herren und auch des Singkreises zu ehren und auszuzeichnen. Es ist etwas Besonderes, wenn ein Haydn-Orchester, das weit über die Grenzen hinaus bekannt ist und hervorragende Musik bietet, künstlerische Musik im klassischen Bereich, auch dementsprechend ein Konzert gibt. Es ist ausverkauft und es freut mich ganz besonders, heute diese Ehrung durchzuführen. Bleiben wir gleich bei der Musik. Im Zuge des Peter-Rosecker-Jahres lud die Gemeinde Krieglach zu einem Volksmusikabend ins Veranstaltungszentrum. Für Liebhaber der Volksmusik war das steirische Sänger- und Musikantentreffen im Veranstaltungszentrum Krieglach ganz bestimmt ein musikalisches Erlebnis. Das aber auch im Zeichen 170 Jahre Peter-Rosecker stand. Nachdem wir heuer in Krieglach ein besonderes Jubiläumsjahr haben mit dem 170. Geburtstag Peter-Roseckers, gibt es auch im Rahmen des steirischen Sänger- und Musikantentreffens eine Ausgabe live von hier, von Krieglach, das dem Thema Peter-Rosecker gewidmet ist. Den Chor gibt es jetzt schon über 150 Jahre, war mal Männerchor und ist dann nach dem Krieg zum gemischten Chor umgewandelt worden und hat Singkreis Krieglach geheißen.
Und seit 2 Jahren nennen wir uns Krieglach Vokal. Peter Rosecker war Mitglied im Männerchor Krieglach. Und die Veranstaltung heute steht ja ganz im Zeichen von Peter Rosecker. Das Sonntagsmuseum hat in diesem Jahr ein großes Jubiläum, und zwar seit 15 Jahren sind wir auf der Bühne. Und begeistern das Publikum in den verschiedensten Formationen. Normalerweise ist ja die Edler-Trio-Besetzung die geläufigste, mit der Klarinettenharmonika und mit der Armee-Posaune, aber es gibt uns natürlich auch in anderen Besetzungen, wie in der Altsteirer-Besetzung mit Hockbreit, Gitarre und Kontrabass, oder auch mit einer besonderen Besetzung mit Oboe, Harmonika und Harfe zum Beispiel. Auch der Turnauer Dreigesang feiert heuer 15-jähriges Bühnenjubiläum, und sie haben Verstärkung bekommen. Wir haben uns mit der Elisabeth verstärkt, weil das ist nämlich sehr klasse, weil sie spielt super und ist eine nette Frau. Und was ganz wichtig ist, sie druckt das Durchschnittsalter gewaltig ab. Und bekannt ist auch der Juchzer von der Irmitz 1. Es kann nicht jeder juchzen, aber juchzen ist echt steirisch, und das gehört zu einem Flottenlied, gehört das einfach dazu. Übrigens, das Peter Rosecker Jubiläumsjahr hat doch viele Veranstaltungen für Sie anzubieten. Es gibt Lesungen, es gibt Konzerte, es gibt Vorträge, und ein ganz besonderer Höhepunkt wird natürlich die Theateraufführung sein. Jakob der Letzte, direkt oben am Alpel beim Geburtshaus, in der Bearbeitung von Felix Mitterer, und in der Hauptrolle den Jakob den Letzten wird der August Schmölzer spielen. Kulturell ist einiges los in unserer Region. So wurde am vergangenen Freitag die Ausstellung Faszination Schädel in der Kunsthalle in Leoben eröffnet. In Leoben dreht sich alles um den Totenkopf. In der Kunsthalle wurde am Freitag die Schau Faszination Schädel, der Kult um den Kopf, feierlich eröffnet. Gut 300 Exponate aus der ganzen Welt laden zu einer wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung mit dem Sitz von Geist und Seele, der mächtigsten Trophäe und dem meist verehrten Teil des menschlichen Körpers. Die sehenswerte Ausstellung, vielseitig und informativ, Faszination Schädel, ist in der Kunsthalle Leoben noch bis zum 1. Dezember zu sehen. Hat man die Sonne wieder mehr zu Gesicht bekommen. Es wehte aber ein kalter Nordwestwind, die Temperaturen kaum über 15 Grad. Morgen Dienstag ist die Steiermark zweigeteilt. Im Norden dominieren die Wolken, und im Tagesverlauf werden Regenschauer immer heftiger. Im Süden bleibt es meist trocken. Die Frühtemperaturen, die liegen morgen zwischen 3 und 11 Grad. Tagsüber reichen die Werte dann 13 bis 20 Grad. Das war Mürztal aktuell am heutigen Montag. Morgen betreut Sie meine Kollegin Kerstin Breitler. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Noch einen angenehmen Fernsehabend. Wiederschauen.